So hatte man sich den Rückrundenstart in Köln gewünscht und vorgestellt. 3 Punkte zum Jahresstart 2020 und somit auch der 4. Sieg in Folge in der Liga. Big Points im Abstiegskampf. Diese Serie ist durchaus überraschend, gerade wenn man den Saisonbeginn sieht. Aber wir wissen als Mannschaft, was wir zu tun haben. Wenn alles so auf dem Platz umgesetzt wird, wie wir es trainieren, sind die Resultate aber eigentlich auch logisch. Köln setzt den Höhenflug aus der Weihnachtszeit auch im neuen Jahr fort. Unter Markus Gisdol schafft der FC den Sprung vom letzten auf den 13. Tabellenplatz. Die nächste Aufgabe wird allerdings alles andere als leicht. Auswärts gegen Borussia Dortmund. Ohne Frage, es wird ein schweres Spiel gegen eine gute Mannschaft. Sie haben ihren eigenen Spielstil und suchen immer eine spielerische Lösung. Für uns wird es wichtig sein, kompakt zu stehen, als Einheit aufzutreten und die Räume eng zu machen, aber auch Druck auszuüben. Im Fußball ist alles möglich. Wir fahren nicht nach Dortmund, um einfach nur einen guten Eindruck zu hinterlassen. Wir wollen dort etwas mitnehmen. Selbstbewusste Aussage. Na logisch, mit 4 Siegen in Serie hat der erste FC Köln ja auch ordentlich Rückenwind.